So, ihr Lumpis da draußen, willkommen zurück zu Dwarf Fortress. Ja, letzte Folge ist dem einen guten Zwerg hier ein Holzblock oder irgendwas auf den Fuß gefallen. Und jetzt ist er kaputt, der Fuß. Und er kann nicht mehr stehen. Also braucht er einen Crutch, den wir eigentlich haben. Den die nur nicht dahin bringen. Ich weiß nur nicht warum. Aber guck mal, hier ist jetzt unser Militär ist auf jeden Fall schon mal am Stissel. Das bedeutet, ich würde hier draußen Felder machen. Weil dann könnte ich nämlich die Wölfe theoretisch abwehren. Wir haben zwar nur Kupfer-Sachen, aber immerhin. Ich meine, gegen Wolf hilft auch Kupfer. Erstmal. Weil bis jetzt hier die Stahlproduktion richtig läuft. Wir haben hier Iron Bars, Silver Bars. Wir brauchen Bins. Sehe ich da gerade. Dann machen wir nochmal ein paar. Bin Iden Bindbook. Wooden Bin. Machen wir 10 Stück, damit die Sachen da reinmachen können. Und wir haben sogar Pick Iron. Das heißt, irgendwo müsste auch Stahl vielleicht schon sein. Das Gute ist, wir haben hier noch nichts gesagt. Nee, er hat noch keinen Stahl gemacht. Wir haben aber auch noch nicht gesagt, er soll irgendwas Stahliges tun. Also irgendwas in Stahlaxt oder sowas machen. So, wir brauchen aber noch mehr Loks. Ich würde nochmal hier gucken, dass wir hier nochmal Bäume holen. Hier haben wir ja dann auf jeden Fall Platz für die Felder. Und was wir dann brauchen, ist das hier. Also irgendwelche Samen von irgendwelchen Pflanzen, die jetzt hier draußen wachsen. Das sind natürlich Winter. Das ist natürlich Winter, da mal gucken, ob da was kommt. So, Essen und Trinken sieht ganz gut aus. So, sobald der jetzt mal hier draußen ist. Ich weiß nicht, was jetzt hier das Problem ist. Gib dem guten Mann doch endlich mal einen. Na gut, okay. Ist jetzt auf jeden Fall sind die Dings schon mal weg. Die Rippenschäden sozusagen. Da hat er schon mal irgendwas gemacht. Wir können ihn aber nicht sauber machen, den Bruch. Das könnte ein Problem werden, weil wir halt keine Seife haben. Seife herstellen ist so ein bisschen eine größere Sache. Da braucht man ein paar Dinge für, die ich jetzt noch nicht habe. Ist aber nicht schlimm. So, hier, wir wollen da so Bins machen. Ich hoffe, das wird jetzt mal gemacht. Glaube ich aber schon. Hier kommen jetzt Betten rein. Das sind die Finished Goods. Das heißt, hier können wir die rausnehmen. Nix Finished Goods. Hier nur Finished Goods. Genau. Oh, Silberbars. Okay, ich weiß nicht, wozu wir die brauchen. Irgendwas werden wir da schon brauchen für. Silber, ich meine, gut, da kann man ja zum Beispiel Münzen oder sowas machen. Wer es braucht. Dum, 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 dum. Ja, ich höre die Wölfe schon. Armor Stand ist fertig. Ja, schön immer mal zwischensafen. Also bei mir ist das Game. Ich habe noch so ein privates Offline-Spiel laufen. Da ist später, umso größer und umso mehr Zwerge das werden, habe ich das Gefühl, das stürzt ab. Und zwar einfach zack. Und du bist auf dem Desktop. Das ist natürlich doof. Deswegen habe ich die. Also hier in den Settings. Hier kann man das nur auf Seasonal stellen. Also normalerweise steht es so halbjährlich, aber ich habe es jetzt auf jede, also viermal im Jahr speichern. Ja, das muss halt reichen. Es kann uns hier auch mal blühen, dass da was abstürzt.
Aber dann ist es nicht so viel. So, was haben wir denn hier? Ein Gemcutter und Militärkommandos. Das wissen wir ja schon. So, Winter ist da. Snow-covered Alfalfa. Alfalfa Leaves, Kiona, Spinat. Aha. Alles Dinge, die wir vielleicht anpflanzen können. Hemp pflanzt. Hemp wäre super. Also Hanf, da könnten wir dann richtig gut. Roter Spinat, was das denn? Hemp, jawohl. Da könnten wir dann richtig gut Kleidung machen. Naja. Jetzt wird sowieso gerade erstmal umgeräumt. Hier habe ich das Gefühl. Gebt dem guten Mann doch jetzt endlich. Das kann doch nie wahr sein. Ich mache jetzt nochmal neu hier. Komm. Wir machen jetzt hier diese Crutch. Crutch. Da reicht Wooden. Und wir machen Splints. Braucht er noch. Auch aus Holz. Und was war es noch? Ich vergaß. Thread und Cloves haben wir doch alles. Buckets haben wir auch. Wieso haben die das denn wieder weggenommen? Verstehe ich nicht. Wir haben 10 Buckets. Furnace Operator, sehr schön. Wir bräuchten noch eine Wasserquelle. Müssen wir mal gucken, wenn wir im Sommer vielleicht. Hier haben wir hier irgendwo Wasser hier. Aber das ist jetzt gerade gefrozen, ne? Da unten war, glaube ich, Wasser. Ja, müssen wir mal schauen. So. Das Holz haben sie jetzt hier auf jeden Fall mal reingeholt. Das ist wichtig. Also ich verstehe nicht, warum die dem das nicht geben. Warum kriegt er das nicht? Wahrscheinlich, weil es erst dehydrated, starving. Keiner kümmert sich um den. Das gibt's doch nicht. Was macht der? Ich meine, so Essen geben, das kann ja eigentlich jeder. Könnte theoretisch jeder den machen, ne? Wieso tut der jetzt Process Plants machen? Gib dem doch was zu essen. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das ist jetzt bestimmt auch wieder, weil hier jeder das macht, ne? Ich kann dem jetzt auch nicht sagen, er soll jetzt, was weiß ich, irgendwas anderes machen. Hat denn keiner Zeit, dem mal was zu essen zu bringen? Ich meine, der verhungert und verdurstet hier. Hast du jetzt dem was gebracht? Nö. She panics, ja klar. Warum passiert das jetzt? Hier. Mach das hier. Und wir können ja da so viele machen, wie wir wollen. Dann nennen wir das Essen geben. Jeder soll das machen. Komisch. Ne? Everybody does this. Und wir haben ja, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier kein Essen haben. Ich kann das ja nicht priorisieren.
irgendwie, ne? Ich kann ja nicht sagen, hier, das mach du auf jeden Fall, ist total wichtig. Ich kann das nicht machen. Gibt es hier irgendwas, was damit zu tun hat? Ich glaube nicht. Forbid used ammunition. Ja, chorus. Was ist das denn? Achso. Ja, genau. Children do chorus. Also die machen so Sachen, die könnten ihm auch was bringen. Everybody harvests. Ich versteh's nicht, warum der nichts zu essen kriegt, der arme Bub. Das wäre doch jetzt echt kein Problem. Also, du hast eine Frau, ups. Die arme Frau. Mann. Muss halt immer noch sauber gemacht werden. Aber hier ist auch nichts. Wir haben kein Bucket, wir haben nichts hier hingebracht. Sind die alle so beschäftigt hier mit dem Rumkarren von irgendwas anderem? Das gibt's doch nicht. Ja, die karren hier schon die ganze Zeit Sachen rum. Howling, howling, howling. Ich will es aber nicht, dass der stirbt. Nee. Das hilft mir ja nicht weiter. Kann sonst nichts... Oh, was macht er jetzt? Kalk. Er holt jetzt hier den Kalk raus. Ich werd wahnsinnig. Ihr holt jetzt hier wirklich Steine raus und lasst den da liegen? Euer Ernst? Junge. Junge, wir brauchen dringend wieder Holz. Aber der Woodcutter hat hier gerade keine Zeit. Liegt das da dran, dass wir jetzt hier keine von diesen Crutches haben? Aber... 3 Stück haben wir. Und die sind sogar da? Im Bett? Verstehe ich nicht. Da muss ich das doch noch als Dining Room noch gleichzeitig. Aber nee. Das ist doch. Gut, ich meine. Machen wir mal. Die hier auch. Das macht ja nichts. Die können ja da trotzdem essen. Es ist ja ein Stuhl und Tisch drin. Ach nee, warte. Da muss ich auf Multi stellen. Ja. Das glaube ich nicht. Oder gibt es irgendeinen Grund, dass die das vielleicht nicht machen? Okay, das ist klar. Er hat keine Seeds. Deswegen macht er das nicht. Mal kurz in die Tür geschaut. Wieder weggerannt. Und du, was machst du? Nix. Du stehst einfach nur rum. Ja, und jetzt ist er gestorben. Versteh's nicht. Okay, jetzt müssen wir ihn begraben. Ja, machen wir doch hier einen Domp hin. Also ein... hier werden unsere Katakomben hinkommen. So, die sind immer so groß. Quatsch. So. Da wird immer extra Neues ausgerufen. Er ist einfach verdurstet, weißt du, wie bescheuert. So, das heißt, wir brauchen einen Sarg. Können wir den auch aus Stein machen? Was ist das? Coffin. Tatsächlich.
Steinkoffen. Bitte. So. Ach, wie ärgerlich. Jeder Zwerg am Anfang ist wichtig. Ich verstehe es nicht. Was soll denn das? Hey, wo ist die Leiche hin? Wo habt ihr die denn jetzt hin? Hä? Hier in den Damm? Nee. Aber der ist auf jeden Fall noch da. Irgendwo. Hoffe ich. Ja, ich weiß, wir brauchen Holz. So, ist es schon fertig, das Ding? Nö, noch nie. Und eine Tür. Jeder kriegt eine Tür. So, kriegst eine Siltstone-Tür. Müsste aber fertig sein. Jetzt vielleicht. So. Da. Ein Kalksarg. So, was hier? Ein Rekrut ist er geworden. Ja, sehr schön. So, hier ist unsere Tump. Jeder kriegt sein eigenes Supergrab. So, jetzt müssen wir nur noch sagen, wem es gehören soll. Natürlich einem Zwerg. Man kann auch Tiere begraben. So, hier ist er. Unser Stonecrafter. Jetzt wird der da hingebracht und in seiner eigenen Grabkammer begraben. Da liegt er drin. Dum, 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 dum. Toll. Ganz, ganz toll. Das heißt, wir brauchen jetzt trotzdem noch einen, der nochmal hilft, hier Woodcutten. Ich meine, wenn er jetzt hier nichts zu meinen hat, dann kann er das ja machen. So. Weil wir brauchen dringend Holz. Und ich hoffe, dass nicht jetzt dem nächsten gleich schon wieder sowas auf den Kopf fällt. So, das Gute ist, jetzt können wir den ganzen Schmodder hier unten wieder wegmachen. Das hier bitte weg. Das hier bitte weg. Die zwei Sachen lassen wir mal. Und das soll nämlich jetzt kein Office mehr sein. Halt. Dining Hall kann es bleiben, aber kein Office. Dafür kann es halt ein Bedroom sein. Hä? Hat er das jetzt gemacht? Nee. So. Genau. Ja, so. Hier können wir auch noch aufmachen, damit die das auch noch bauen. Dann haben wir hier auch für jeden dann nachher was. Zum Schlafen. Hier fällt immer noch keiner Bäume. Und dann soll das hier nämlich unser Hospital werden. Hospital. So. Mach mal da den ganzen Mist hin. Also, Betten kann nicht schaden, wenn wir mal so zwei Betten haben. Und was brauchen wir da noch? Ein Table. Brauchen wir zwei Tables. Chest. Haben wir zwei Chest. Hier die Traction Bench. Die sind richtig super. Und was war's noch? War's noch was? Ein Sarg gleich nebendran. Nö, ich glaube, das war's. Und dann müssen wir nur noch sagen, hier, unser Doktor ist der hier. Jetzt bringen sie hier auch Sachen hin. Das ist doch seltsam.
So, hier soll nicht jeder hin zu Kunz kommen, sondern nur Leute, die hier wohnen oder die länger da sind, die dürfen auch kommen. So. Nun gut. Soweit. Ist immer noch Winter. Ich will warten eigentlich mit den Feldern. Bis wir endlich mal Holz haben hier, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. So, hier sind wir gleich auch fertig, aber wir haben viel zu wenig Betten. Für den Mist. Gut, ein paar Betten haben wir. Ein bisschen was können wir hier schon verteilen. Hier hinten vielleicht. Und wir haben, glaube ich, auch Türen. Ja, da kriegt ihr schon mal Türen hier. Türen sind super, damit ihr auch Privatsphäre habt. Und alle haben einen richtig großen Raum. Weiß nicht, wenn wir mal 100 Zwerge haben oder so. Hallo? Weiß ich nicht, ob das immer noch so funktioniert. Werden wir sehen. So, das hier und Betten. Ja, immerhin 6 Stück. So. Jeder sein Bettchen. Hier ist soweit alles gut. Also, das war's an Betten. Und Tischchen. So, Tische haben wir genug. Halt der da nicht. Da ist doch schon einer. Da ist doch schon ein Tisch. Himmel. So. Wo fehlen noch Tische? Wir können ja überall Tische rein eigentlich. So, schon mal. Da, wo noch keine sind, kommen halt Tische rein. Und wie sieht es denn aus mit Stühlen? Haben wir auch Stühle? Ja. Guck mal an. Geht doch. So. Weil dann haben die nämlich schon mal wieder ein bisschen mehr zum Schlafen. Vielleicht sind sie dann auch glücklicher. Wobei, wenn ich da oben so gucke, so ganz unzufrieden sind die ja nicht. So, das sind die Stühle jetzt erstmal. So, dann bringt erstmal das Zeug. So, Zorn ist ein Brauer geworden. Alles klar. Das ist doch wunderbar. Der Zorn. So, jetzt warten wir mal, bis sie den ganzen Gedöns gebracht haben. Die Steinsachen sind ja auch ein bisschen schwer, deswegen müssen die ja auch langsam laufen. Fehlt noch was? Hier hinten noch? Und hier noch? So, wir können auch ein Wasserdepot hier irgendwo machen, wo die sich dann vielleicht waschen können. Müssen wir mal gucken. Dazu brauchen wir Eimer. Die bringen dann die Sachen dahin, also das Wasser. Aber ich glaube, jetzt im Winter macht das alles keinen Sinn, weil da ist alles gefroren. Der See ist noch gefroren und das ganze Wasser draußen, deswegen kann ich das gar nicht herbringen. Und das ist auch immer viel Arbeit, bis das mal voll ist. So, jetzt haben wir alle, ne? Ich glaube schon. Dann Bedroom Multi. So, wir ziehen es hier einmal oben drüber. Jupp, machen wir. Und das soll auch das hier werden. So. Hat das jetzt funktioniert? Bei allen, wo was drin ist, glaube ich schon. Bei nicht allen. Doch. Hä? Moment. Ist das eine große Dining Hall? Was hat da jetzt gefehlt? Hier fehlt ein Stuhl. So. Und da fehlt ein Bett. Haben wir noch mal Betten? Nee, ne? Betten sind aus. Naja, das hat jetzt so nicht funktioniert. Mit dem Multi-Dining Room. Probieren es nochmal. Ja.
Jetzt, oder? Nee. Hier ist Overlapping? Komisch. Muss ich das doch einzeln machen? Also, dann mach hier ein Dining Room. Nee, das ist doch doof. Verstehe ich nicht. Normalerweise müsste es gehen, dass ich jetzt einfach sage, Multi, zack, dann erkennt er hier 6 Stück, dann. Jetzt hat er aber nur hier einen gemacht. Und hier ist keiner. Und hier doch. Hä? Warum? Weil macht das einen Unterschied, ob die im Eck stehen, die Tables? Manchmal, also verstehe ich das Spiel nicht. Weißt du was? Leck mich. Dann sollen sie halt, dann gibt es halt ein Dining Room für alle. Irgendwo hier. Fertig. Ein Dining Room für alle. Juhu. Das gefällt mir nicht. So. Nee, das können wir auch nicht. Das geht nicht hier. Das ist ja so. Den kann man ja dann hier noch vergrößern. Hier geht es ja nur hoch. Mein Gott, ist das wieder kompliziert. So. Ah, jetzt haben wir auch mal wieder Holz. Sehr schön, ohne dass irgendjemand sich verletzt hat. Ja, ich werde bekloppt. So, jetzt machen wir nochmal hier Holz weg. Holz kann man nie genug haben, weil ich glaube, das reicht nicht. Für den ganzen Quatsch, den ich jetzt hier in Auftrag gegeben habe. So, die Eimer sind fertig. Eimer sind fertig und ich wollte hier auch noch einen Stuhl reinstellen. Damit der Doktor auch mal sitzen kann. So. Sind denn diese Wölfe noch da? Nee, ein Panda und ein Stinktier. Okay. Das ist gut. Ich habe das Gefühl, die sind im Moment alle total damit beschäftigt, hier rumzurennen. Wobei es geht eigentlich. Farmer hat auch mal nichts zu tun. Oh, die Dings sind aber weggemacht worden. Also die Pflanzen, jetzt wollen wir mal schauen. Hier. Alfalfa. Gut, das können wir nicht brauen, deswegen Aprikosen. Alles, was wir brauen, hinterlässt Samen. Deswegen wird das nicht gegessen. Die kannst du essen, die kannst du brauen. Spinat kannst du auch nur essen. Okay, das heißt aber ein paar Samen gibt es hier und hier dann auch Ginkgo-Samen. Bitte auch nicht brauen. Nicht kochen. Jetzt haben wir Hemd, das ist super. Und Ginkgo. Mal schauen. Vielleicht gibt es da noch andere Sachen, die wir hier sammeln können. Irgendwo. Wo wir Samen kriegen von. Weil dann können wir nämlich hier Farmplot. Einmal. Zweimal. Ein bisschen groß. Dreimal, viermal. Und da schauen wir mal. Machen wir hier die Weide. Bisschen größer. So, damit die uns nicht da die Sachen wegfressen. Und dann kommen hier schon Leute. Nee, noch nicht. Weil da bauen wir dann Hanf an. Da bauen wir dann noch anderes Essen an. Mir war es nur wichtig, dass wir ein bisschen was haben, um uns zu verteidigen. Genau, apropos Verteidigung. Jetzt gucken wir nochmal schnell nach Stahl. Oh, hier liegt ja alles rum. Also wir haben Pick Iron. Und wir haben hier auch den Auftrag mit Stahl. Pick Iron, Stahl.
So, wir machen jetzt hier auch Stil Brustplatte. Falls mal Stahl da ist, wo ist denn die Battle Axe da? Werden die das doch dann hoffentlich dann gleich machen. Die Gauntlet. Wir wollen ein Schild, will ich eigentlich. Genau, Schild. So, und dann fehlt uns hier auch wieder noch die Leggings. Da und diese High-Shoes, ne? High-Boot. Ja, ganz schön viel, was wir da brauchen. Da war noch der Helm. Und diese Gauntlets. So. So, wir haben mal einen Auftrag gegeben. Na, gucken wir mal. Vielleicht, ob wir nächste Folge schon ein bisschen Stahl haben. Ne? Ich sag mal, Leute, macht's gut. Bis dann.